Achtung! Dieses Video zeigt Ausschnitte einer künftigen Folge von Tomb Raider 3. Wer sich also nicht spoilern möchte, möge bitte an dieser Stelle das Video beenden. Allen anderen wünsche ich ganz viel Spaß. Nein, Lara. Mach. Ja, natürlich. Jetzt, wo ich gespeichert habe. Jetzt komme ich durch. Ja, natürlich. Ja, sicherlich. Der Tomb Raider Gott ist ein genauso ein Arschloch wie der Ark-Gott. Die haben doch denselben Gott. Das kann's doch nicht sein. Oder der Ark-Gott ist der Sohn vom Tomb Raider Gott. Ich hab doch auch keine Ahnung. Jetzt komm ich hier durch. Beim ersten Versuch wäre schön gewesen, aber jetzt. What? In the name of the goddamn god lady. Her name was Rose. Is Rose. Was hab ich dir getan? Ach du Scheiße. Wieso ahne ich, dass wir hier gleich ziemlich... Och nö. Und genau diese Stelle habe ich gemeint. Hier hätte ich jetzt gerne gespeichert das nächste Mal. Hier ist der Sprintknopf. So ist Duken. Na gut, das geht aber klar. Das haben wir jetzt aber zweimal. So. Und noch ein drittes Mal. Und zwar ohne ins Feuer zu springen. Oh mein Gott. Riskiere ich es auch noch ein drittes Mal? Schließt jetzt Wetten ab, aber wie ihr guckt, schließt Wetten ab in den Kommentaren. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Woo! Das Adrenalin steigt! Oh mein Gott! So. Bitte sag mir, dass da vorne irgendwo ein Speicherkristall ist. Please. Please. Bitte. Ich kann das nicht mehr. Ich spiele mit dem Feuer, ich weiß. Aber ich bin halt nun mal... über die Jahre geizig geworden. Muss sie eigentlich machen. Nein! Ihr seid so eine Drecksmixe! Wir dürfen jetzt alles nochmal neu machen, oder? Man merkt, kurzer Sprung, langer Sprung, kurzer Sprung. Wir dürfen das mit dem Feuer jetzt nochmal neu machen, oder? Ist ja nicht schlimm. Wir haben uns ja so solide geschadet, da hat der Tomb Raider Gott gleich mal eingegriffen. Ne, das war zu gut. Sogar für dich. Das machst du nochmal. Das machst du nochmal. Das war zu einfach. Das sah ja viel zu einfach aus. Du bist ja ein... Die Leute denken ja am Ende noch, du bist ein Pro. Und ist Lara besoffen oder warum ist ihre Nase so rot? Hat die zu viel Wein besoffen? Aber ich trinke jetzt erstmal was, weil mir ist warm. Man mag es nicht glauben, vielleicht hört man es auch, aber mir ist warm. Ja, das ist gerade Eistee, das ich in ein Glas kippe. Ich strudel gerade, ich pinkel gerade nicht in die Flasche. Ja, aber scheiße, die hat doch eine rote Nase, die ist doch voll, die Frau. Das erklärt aber so einiges. Aber so richtig erklärt das einiges. Die ist einfach nur voll. Deswegen macht sie alles kaputt. Deswegen kann sie nichts. Deswegen ist ihre Steuerung auch so klobig. Die ist voll. Und einiges ist das ein Kompliment, weil was diese Frau noch voll kann, das können manche Menschen nicht nüchtern. Eigentlich die meisten.